Nach dem Einzug der marokkanischen Fußballnationalmannschaft in das WM-Achtelfinale muss die Polizei in Brüssel bei den Feierlichkeiten erneut einschreiten. 18 Menschen werden wegen Störung der öffentlichen Ordnung in polizeiliche Gewahrsam genommen. Dem Bericht zufolge haben zahlreiche Marokko-Fans in der Innenstadt der belgischen Hauptstadt gefeiert und Feuerwerkskörper angezündet. Und das, um den Erfolg des Teams nach dem 2:1 gegen Kanada in Katar zu feiern. Dabei hätten einige Feuerwerkskörper auch Polizisten getroffen, die daraufhin Tränengas einsetzten. Mehrere Straßen der belgischen Hauptstadt wurden aufgrund der Menschenmenge vorübergehend gesperrt. Auch in Antwerpen gab es Belgier zufolge Ausschreitungen und 35 Menschen wurden vorläufig festgenommen. 3 Polizisten seien zudem verletzt worden. Am Sonntag ist es nach der 0:2-Niederlage Belgiens gegen Marokko zu Ausschreitungen in Brüssel gekommen. Die belgische Polizei war etwa mit Wasserwerfern gegen Personen vorgegangen, die Stadtmobiliar zerstörten und die Beamten mit Gegenständen bewarfen. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen.